Willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun. Meine Lieben, die Edda hat vor 1,5 Stunden angerufen und hat gesagt, macht euch fertig, ich entführe euch. Sag ich, hä, wohin? Und wir schnell fertig gemacht, ich bin fertig, Milay ist oben, die macht sich auch fertig, zieht sich an. Heute ist Busenbettag in Bayern, da haben die Schulen zu und deswegen ist Milay zu Hause und wir sind gespannt, wo uns die Edda jetzt hinführt. Jetzt schaut mal, was passiert ist. Mein Lippenstift ist abgebrochen, darunter gefallen und ich bin auch noch drauf getrappt. Sehr schön, mein neuer Lippenstift. Oh, ich bin so ein Tollpatsch. Nein, mein Teppich. Edda ist voll schon da. Da ist unsere Edda. Hey, hi. Edda, hast du schon was vor in der Früh gleich, du? Ja. Hey, 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 hey. Du bist so ein hibbeliges Weib. Sonne, Meer und Strand. Echt, oder? Und dann kommen wir nie mehr zurück, oder? Ja, okay. Edda, ja. Ist das jetzt dein Ernst, oder? Die hat uns zu Ikea gebracht. Hey, wo ist Sommersonne? Kaffee trinken. Oh mein Gott, Milay, schau mal. Und ich habe gedacht, die bringt uns irgendwo anders hin. Oh, okay. Überraschung Bus, was sollen wir jetzt hier kaufen? Dekos oder was? Möbel? Aber in das kleine Saal passt es nicht rein. Nee, die Möbel passen da bestimmt nicht rein. Oh, Edda, Edda. Ganz schön nicht reingelegt heute, ja. Gell? Aber es war warm, es war nicht kalt wie draußen. Ja, wir haben einige Sachen gesehen, ich habe wieder Geld ausgegeben. Aber ich habe echt gemeint, die will uns irgendwo anders mitnehmen. Keine Ahnung, irgendwo in der Indoor-Spielplatz oder mit den Kindern irgendwas. Null Ahnung gehabt. Und dann bringt sie uns zu Ikea. Das ist halt die Edda. Bei ihr muss man immer aufpassen, die ist immer für Überraschungen bereit. Tschüss, Edda, danke. Hier ist gerade Chaos. Ich weiß gar nicht, wie ich mich gerade aufrege. Ich versuche hier ein Video hochzuladen. Über WLAN dauert es jetzt gerade Stunden. Irgendwas stimmt nicht. Komm nach Hause. Und die zwei machen mich hier wahnsinnig. Und die schon zweimal. Was machst du da drin? Hey. Milay. Und? Das ist ein schönes Spielzeug für dich, gell? Ja. Und Mark, weißt du, was ist das, wenn man sich so pinselt? Ja. Irgendwann, okay, bis das ein bisschen schief. Ja. Schau jetzt.
Ich würde sagen, ihr macht jetzt Dalli hier aufräumen. Und lieber Robert, beeil dich jetzt auch mal ein bisschen hier. Ja, schon fast fertig, bis auf die Schachtel, wo die drin hockt, die ja wieder mal. Das ist mein neues Haus, mein Auto steht. Und jetzt heißt es Pizza bestellen. Wo ist mein Pizzazettel? Hier. Wir bestellen jetzt Pizza. Weil Millet und Papa waren unterwegs, 1,5 Stunden, wo die waren. Ah, seht ihr morgen auf Millets Welt, meine Lieben. Könnt ihr dann reinschauen. Und ich habe in der Zeit, hatte bei Instagram ein paar Sachen zu machen, an meinem Laptop ein paar Sachen zu machen, ein paar E-Mails zu beantworten. Und konnte ich jetzt nicht. Und alle schreien nach Essen. Dann hat Mama gesagt, gut, dann bestellen wir heute mal Pizza. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Meine lieben Familienmitglieder, die Pizza wäre jetzt eingetroffen. Ich bitte euch zu Tisch. Okay, ich komme. Jihan, bist du überhaupt der Jihan? Aye, aye, Captain. Super. Hier, Stapel Pizza. Jetzt darf sich jeder was aussuchen, oder? Ist das meins? Ja, ich habe meins gleich getroffen. Ich glaube, das fängt vom Jüngsten und geht zum Ältesten. Nee, das ist meins. Ich habe auch nämlich kleine bestellt. Eine große Schachtel, ja. Ja, meins. Spinat. Mm. Das gehört Abi? Nein. Ja, das gehört Abi. Thunfisch. Und der Robert kommt wie immer als Letzter. Zeig mal, was richtig ist. Papa muss bezahlen, bei Papa liegt's drauf. Papa muss immer zahlen, ja? Lecker. Boah, schaut der gut aus. Ich habe noch mehr Rucola, wenn jemand will, okay? Nee, reicht schon. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, was ich heute überhaupt noch mache, ja? Lay ist in ihr Zimmer verschwunden und in einer Stunde geht sie ins Bett. Die spielt da und ich möchte sie jetzt nicht stören mit der Kamera da reingehen. Die lasse ich jetzt in Ruhe mal alleine spielen. Und so viel zum Thema, wenn man Pizza bestellt, hat man kein Geschirr, die Küche bleibt sauber. Ja, da guckt mal, wie sauber die Küche ist. Ha, die ganzen Rucola-Blätter sind da drin. Ich habe ja zu meinem Pizza noch extra Rucola gewaschen, weil ich liebe ja Rucola. Und hier seht ihr mal das Wasser hier, wo wir immer jetzt Obst reintun. Das bisschen Geschmack kommt ins Wasser. Aber Millet hat gesagt, mit Kiwi schmeckt es nicht. Also Kiwi sagt, sie ist No-Go, mag sie nicht. Papa, Millet sagt, du kannst dieses Wasser trinken, okay? Mhm. Das freut mich auch. Papa ist halt so einer. Immer wenn man was nicht isst und nicht trinkt, ist der Papa. Dass man es ja nicht wegschmeißen muss. Ja, und diese Ketchupflasche, die steht schon seit gestern draußen. Dadurch, dass ich jetzt heute früh mit Edda unterwegs war, so spontan, konnte ich nichts machen. Hier ist Restpizza noch, was übrig geblieben ist. Wir lieben ja diese Sticks hier. Die gibt es ja in Original, wie heißen die? Mikado, gell? Mikado, ja. Ich schreie jetzt gerade mit Robert rum, ja, Mikado. Und die sind vom Lidl und Robert sagt, die schmecken viel besser. Aber die mit natürlich voll mit Schokolade, die zartbitter, sind für mich. Hier ist noch meine halbe Banane vom Nachmittag. Also ich sag euch Chaos hier. Aber ich werde jetzt nur ganz kurz hier die Küche aufräumen. Papa, und dann gehe ich ins Bett, gell? Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mein Bett liebe. Wenn Millet ins Bett geht, dann lege ich mich auch in mein Bett, nehme mein Handy in die Hand, schaue meine Serien an, Nachrichten und so weiter. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal den Papa zeigen darf, in den Robert. Ich spiele gerade. Robert spielt an seinem... Du sollst mich nicht zeigen, wie ich spiele. Hä? Warum? Ja, ich spiele gerade gerne 2 Spiele. Ja, darfst du doch. Star Wars. Hallo? Und das andere ist Jurassic World. Andere schauen Fernseher, wenn sie hier hocken und du spielst halt. Wo ist das Fernsehen Problem? Fernseher schaue ich gar nicht. Ja, also ich auch nicht. Ich mache lieber was aktiv wie passiv immer. Genau. Das ist bei mir fast und immer so. Die Amelia hier, die hütet die Couch seit Tagen. Die ist immer noch hässlich. Hä? Die ist immer noch hässlich. Na, du bist hässlicher. Sag gar nicht zu meinen Lieben Amelia hässlich. Also die hat halt bloß ein bisschen so... So komische Haare, die muss man halt mal ein bisschen zurecht machen. Was? Babys sind alle hässlich. Hör auf jetzt, die Szene schneide ich raus. Nein, hier. Die schneidest du nicht raus. Kennt ihr das, wie soll ich sagen, wenn man immer zu Verwandtschaft geht oder Bekanntschaft und die kriegen ein Baby und dann schaust du da rein und denkst, oh, das schaut aus wie ein Alien. Ist das aber hübsch. Neugeborene schau, also das hat... Das hat er auch zu Millet gesagt, gell? Also nicht nur Neugeborene sind halt so, die Neugeborenen, alles so schrumpelig so, und so. So in den ersten 1-2 Wochen schauen sie schon ein bisschen. Er hat Millet so angeschaut und gesagt, oh mein Gott, bleibt die so hässlich.
Die war total schrumpelig und so richtig weiß vom Fruchtwasser und so. Hat er das Gleiche gesagt, aber er meint es nicht so. Ihr wisst ja, was Robert meint. Also, ich bin ein ganz lieber Mensch, wisst ihr doch. Alle Menschen sind hübsch, alle Babys sind hübsch. Natürlich, wenn man neu auf die Welt kommt, war ich noch hässlicher. Ich war noch hässlicher bestimmt. Wisst ihr überhaupt, dass von mir keine neugeborenen Fotos gibt? Keine Babyfotos? So. Das erste Foto mit einem. Was? Du hast zu mir gesagt, so ein Dreck? Achso, zu deinem Spiel. Glück, so ein Glück, okay. Das keine Fotos. Ja, erst mit ein oder zwei Jahren. Okay, gut, dann schalte ich jetzt wieder dich. Wisst ihr, sie ist nämlich so alt, da gab es noch kein Foto. Ich bin in einem Zelt geboren. Und da gab es auch kein Foto. Da gab es kein Fotograf, da war Erdbeben, die Leute haben Angst gehabt. Wisst ihr, hallo? Vor den 80 Jahren gab es noch keine Fotos. Ich bin keine 80 Jahre. Aber ich bin stolz auf meine 48 Jahre. So, ich sag's immer wieder. Bald 50. Ich bin sowas von stolz auf meine 50 Jahre. Dass ich so weit gekommen bin und gesunde Kinder habe, eine gute Familie habe und was weiß ich. Das ist das Wichtigste, wisst ihr, meine Lieben? Alter ist nicht wichtig. Ja, okay, jetzt schalte ich die Kamera aus, sonst wird dir zu viel gelabert. Baby gequält. Ah, Millet ist gleich reingekommen. Jetzt mach ich schnell die Kamera ein. Ich hab gesagt, die ist hässlich. Sag das ja nicht zu Millets Baby. Da, nimm dein Baby. Nein, Millets Baby ist nicht hässlich. Ja, so geht das. Ja, bing, 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 bing. Millet liebt Babys. Ja, die muss mal frisieren, Millet, die Arme. Steckdose gelangt dann. Du langst jetzt heute ab, Alter. Ich steck dir so, wenn du so weiter redest. Du bist ja heute gut drauf, mein Lieber, mein Lieber. Ja, jetzt ist sie süß. Die ist immer schon süß. Schau mal die schönen Backen an. Zeige ich euch mal was. Die Millet hat dir den Papa zum Schlafen gebracht. Ich bin zweimal schon eingeschlafen, ja. Die erzählt da Geschichten, liest ihm Geschichten vor. Schaut mal, da liegt das Buch. Und er schläft dann ein. Und was machst du in der Nacht? Ohne Witz, also kein Fake. Ich habe jetzt zweimal geschlafen gerade. Ja. Kurz. Ich habe vorhin zum Gian gesagt, wie kann der Mann schlafen, wer zieht ab? Erzählt hier die ganze Zeit. Sing jetzt ein Lied, warte. Oh Gott, jetzt we kommt wish noch. You a Merry Christmas. Nee, oder? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year! Jetzt habe ich alle ins Bett verfrachtet hier. Papa ist weg, bringt Millet gleich ins Bett und ich gehe jetzt auch gleich ins Bett, meine Lieben. Zweimal Bett hintereinander, also mein Deutsch. Naja, also, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Abonniert gern unseren Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst. Und natürlich das Video liken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!